Willkommen zurück hier zu Outland. Und wir sind immer noch im Labyrinth. Der Ausgang ist dort hinten oben. Und ich stehe hier mit 4 Energie, mit 4 Lebenspunkten vor einem Gegner. Kriegt ihr hier unten? Ja, tatsächlich kriegt ihr hier unten. Und dann sein Kopf, oder wie? Ah, okay, verstehe. Dann hau mal drauf. Ah, verstehe. Autsch! Ah, da kommt eine Schockwelle, okay. Au, oh, das war knapp. Ach ja, so schwierig ist der gar nicht. Ey, ups, ah, ah, ah. So, dazu. Ich glaube, ich muss den auch unten hauen, damit er das Schild runterhaut. Sieht so jedenfalls aus, ja. Und jetzt? Ah! Ja. Na, na, Koordination. Ich dachte schon, er schießt rot. Och ja, so schwer war der doch gar nicht. Ich dachte letztes Mal, der ist voll fies und so. Nö, ist er gar nicht. Moment, bevor ich da runtergehe, ich brauche einen Charged Attack. Okay, oh, das fährt hoch. Ich dachte, ich muss hier runter. Moment. Moment. Ich bin ja nicht blind. Ich hab da doch was gesehen. So, fahren Sie mal hoch. Da ist doch was. Ich bin doch nicht blind. Runter und wieder hoch. Hoch. Na. Siehst du mal! Habe ich doch gesagt, hier ist was. Nicht so ein Dicker. Und mein Tod, wie es aussieht. Autsch! Ja, das war blöd. Ja, das war ziemlich blöd. So, bei genauer Betrachtung war das ziemlich blöd. Vielleicht hätte ich da erst... Uah, jetzt muss ich den dann nochmal besiegen. Na, klasse. Vielleicht hätte ich da erst durchgehen sollen. Hast du so? Im nächsten Level, um zu speichern. Dann wieder zurückzukommen. Und dann wäre ich nämlich bei der Levelgrenze zurückgekommen. Oh mein Gott! Bin ich dumm! Ups. Hep. Vielleicht schaffe ich es diesmal ohne Schaden durchzukommen. Ja, verschwunden. Du kannst nämlich gar nichts mit deinem blauen Strahl. Gar nichts. Nur damit kannst du was. Ja, sogar ziemlich viel. Oh mein Gott, macht das Schaden. Der macht mir gleich 2 Herzen Schaden auf einmal. Und tschüss. So, jetzt bin ich mal klug. Schnapp mir das Ding hier und fahr mal zum nächsten Level. Und hier brauche ich einen Charged Attack. Und hinten dran ist noch ein weiterer Level. Okay, ah, da, Moment, da geht es doch auch noch hoch. Aber jetzt werde ich erstmal in den Blumengarten gehen. Denn jetzt ist das Spiel gespeichert. Wenn ich jetzt zurückgehe und sterben sollte, dann komme ich hier oben nochmal rein. So, siehst du mal, hier oben ist noch was. Autsch! Ich dachte, die Lianen da kann ich anhauen. Erstmal ganz viel Geld, sehr schön. Und dann beschleunigen wir das Ganze hier ein bisschen. Hochfahren! Ich glaube, das mit dem Springen ist ein bisschen unnötig. Ja, okay, vielleicht auch nicht. Moment, ich kann jetzt mal runterfahren, den zweiten draufhauen. Beim Springen den dritten. Genau. Muss ich aber 3-mal treffen. Das Problem ist halt echt. Hier außen drum, diese blauen Kugeln sind nicht so fein. Ah, und er hat ein Schild. Na, klasse. Ich bin da mal weg. Das ist mir zu blöd. Ich habe das Geld, ich meine, was soll's? Was soll da noch droppen? Außer noch mehr Geld. Ja, okay, ein bisschen Geld wird er noch haben. Oder ein Herz. Ein Herz wäre ziemlich cool, ehrlich gesagt. Andererseits stelle ich mich aber gerade auch ziemlich blöd an. Da.
da oben, meine ich, diese Teile. Die sehen irgendwie interessant aus. Muss ich denn hier weiter? Nee, ich kann auch nach links. Die Frage ist, was kriege ich dort? Tja, nichts, wie es aussieht. Ah, ich kann die einsammeln, also quasi zerstören. So, hier komme ich blau durch. Ah, ich kann ja hier, ne? Blau einmal komplett wegmachen. Wollte ich gerade sagen. Habe ich ja eigentlich auch gemacht, aber dann kamen halt nochmal zwei raus. Meine Güte, immerhin bin ich jetzt vollständig geheilt. Das heißt, die Frage von eben, wie ich da ohne Schaden durchkomme, stellt sich eigentlich nicht mehr wirklich. Ich versuche es trotzdem nochmal. Hier alles blau einsammeln, dann rot und durch. Ja, das geht doch. Die Frage ist nur, wie zum Henker komme ich da durch? Naja, so natürlich. Ja, und dann wieder zurück. Genau. Weißt du? Wenn ich die Richtung wechseln will, bei so einem Viech, dann klappt's nicht. Aber wenn ich die Richtung nicht wechseln will, hier, dann tut er's. Das ist ja... Ah! Ironie des, der Schicksalssteuerung, sozusagen. Okay, aber da will ich hin. Ich will das Geld. Ich will ja meine Updates kriegen. Insbesondere zwei, beziehungsweise was heißt insbesondere, ich kenne ja eigentlich nur zwei, Leben und Energie, und die sind beide ziemlich cool. Die will ich beide möglichst hoch haben. Ja, ne. Ist doch was, wann habe ich denn gewechselt? Hab ich gerade aus Versehen gewechselt. Könnte sein. Ah! Sag mal, wo ist mein Skill hin? Geht doch! Eine Fräse! Okay, und jetzt? Kommt da irgendwas? Tatsächlich kommt da irgendwas. Was tun die hier? Nichts, wie es aussieht. Komme ich da hoch zu den Blauen? Sieht nicht so aus. Moment. Ach so, ja klar. Da komme ich hin. Gut, es ist nicht mehr ganz so trivial hier. Sagte ich nicht mehr ganz so trivial? Ja. Ich möchte hier... sein. Sag mal! Ernsthaft? Was ist hier los? Was zum Henker? Was ist hier gerade los mit mir? Ich töte mich mal, ne? Ich hab doch da oben bestimmt einen Checkpoint irgendwo. Nee, hab ich nicht. Oh Mann. Ich stell das mal eben nach. Bis gleich. So, hier bin ich wieder und man glaubt es kaum, mit voller Lebensenergie. Ich habe keine Ahnung. Ach, guck mal, hier wäre der Checkpoint gewesen. Na, super. Ich habe keine Ahnung, warum mir gerade mein Skill so abgeht. Aber Spaß ist anders. Und nicht angenehm, hier ständig drauf zu gehen und nichts mehr zu können. Mal so unter uns gesprochen. Okay, okay, okay. Das ist ein bisschen Graphical Overload gerade. Bleibt das hier wenigstens rot? Sieht so aus, ja. Das Feuerwerk, ne? Schönes Feuerwerk. Doch, ja. Gefällt mir. Ich hab grad gedacht, wie komme ich da jetzt drüber? Aber ich kann ja natürlich einfach... das ausblenden, indem ich mich blau mache. Autsch! Das war fies und unvorhergesehen. Aber so richtig fies. Was zum Henker tut das? Es dreht sich ganz langsam. Und dann irgendwann wechselt es die Farben. Wenn es horizontal steht, müsste das sein, oder? Ja, wenn es horizontal steht, wechselt es die Farben. Ja, klasse. Weil ich da auch Lust habe, mich hinzustellen und das zu beobachten. So.
Rot, blau, rot, blau, rot, blau. Ne? So viel dazu. Wo muss ich denn jetzt eigentlich hin? Ich muss einfach immer nach oben. Ah, Moment, ich muss da hoch natürlich. Jaha. Ups. Hier muss ich hin. So sieht's nämlich aus. Und dann... Ah ja, kann ich da hoch. Guck mal. Das ist ja nett. So, mittlerweile weiß ich, horizontal tun die sich umdrehen. Ist aber gerade nicht. Das heißt, ich war da gerade relativ gefahrlos. Das Fiese ist, habt ihr gerade gesehen, wenn man da ein paar Kugeln einsammelt und vernichtet, dann kommen die wieder. Sehr böse. Über die kann man auch drüber hüpfen. Habe ich beim Nachstellen gemerkt. Leider geht es unten nicht ganz, weil man dann nicht genug Platz hat. Ich habe danach noch wieder ein Herz gefunden, deswegen habe ich volle Lebensenergie. So, dann komm mal her. Das ist interessant. Ein Sprung von einer Plattform auf sich selbst. In dessen Zug die Plattform kurz verschwinden muss. Unten ist ein Sackgasse, oder nicht? Ja! Gerne durch. Hä? Was? Was? Wie gemein! Wechselt er einfach. Autsch, das war ein bisschen zu früh. Huh, das ist ja lustig. Hä? Was? Wie soll das denn gehen? Ich muss direkt wieder wegspringen, okay. Was haben wir hier? Eine Sackgasse, sehr gut. Ich falle also vor allem nicht unkontrolliert wieder ganz nach unten. Darauf hatte ich jetzt gerade irgendwie keine Lust. So, aber ich würde mal sagen, eigentlich ist die Folge hier schon lang genug. Und... tja, andererseits bin ich fast am Ziel, so wie es aussieht. Ich habe am Nachstellen gemerkt, wie das hier funktioniert. Nämlich einfach kurz hier warten davor. Bis sie hochgehen und dann drunter durch. So nämlich. Ah ja, komm, was soll's. Da komme ich nicht durch. Ich schätze mal, hier kriege ich den Charge Attack. Gedacht. Charge Attack. Ich weiß jetzt gerade nicht, auf welche Taste ich das gelegt habe. Also zur Erklärung, man kann bei dem... Eigentlich spielt man das Spiel mit der Tastatur. Die Tastatursteuerung ist aber ziemlich beknackt. Und deswegen habe ich mir einfach mein Gamepad auf verschiedene Tasten, also verschiedene Tasten auf meine Gamepad-Tasten gelegt. Und spiele das Ganze halt einfach ganz gemütlich mit Gamepad, wie man so ein Plattformer halt immer spielt. Ach, komm schon. Ist ja fies, wenn das überlag... Ach so, Moment, hey, ich kann es ja blocken hier unten, ne? Stimmt, ich kann es einfach blocken. Und dann habe ich ja nicht den fiesen Überlapp. Das ist ja cool, einfach kurz stehen bleiben. Dann habe ich's. So, wie komme ich jetzt da rüber und was bringt es mir überhaupt, da rüber zu kommen? Scheinbar nicht allzu viel. Denn. Autsch, das ist gemein. Holy moly! Holy moly! Kann ich damit auch Vasen öffnen? Ja, tatsächlich. Nur habe ich dann das Problem, dass das Geld wegflieht. Da oben ist so eine Statue, die ich auseinandernehmen könnte. Ja, könnte. Wenn ich das denn könnte. Kann ich aber leider nicht. Derzeit zumindest. Nun denn, jetzt ist aber die Folge zu Ende. Ihr wisst ja, was jetzt ansteht, oder? Ich meine, eigentlich ist es nicht so schwer. Ich gehe jetzt nämlich hier hin. Ach, das geht nicht, wenn man an der Wand hängt, okay. Ich kann hier durch. Yay, bis zum nächsten Mal.